Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge Pokémon Let's Go Evoli. Wo gucke ich da denn? Kommunikation oder Freunde? Da gehst du hier drauf und dann siehst du es da. Aber da steht nur zuletzt gespielt vor einem Tag. Da steht keine Uhrzeit mehr, glaube ich. Okay. Uhrzeit ist gut. 125 Stunden Oho. YouTube. 500 Stunden Fortnite auf der Switch. Ja, Sigi, er läuft bei dir. Wird jetzt gestartet. Tut uns leid, wird nicht angezeigt. Aber der Mann nutzt wohl seine Switch sehr exzessiv. So fancy sieht das bei mir nicht aus. Was ist Hardcore? Ich kann ja mal gucken, wie das bei mir aussieht. Ich habe auf der Switch sage und schreibe 35 Stunden Mario Kart 8, 10 Stunden Skyrim, Minecraft 30 Stunden, Thimbleweed Park 5 Stunden und der Rest ist nicht nennenswert. Genau. Wie viel haben wir Hammerwatch? Da haben wir auch schon ein bisschen mit Sicherheit. So abartig wie nicht, 5 Stunden ungefähr. Achso, Legend of Zelda Breath of the Wild 60 Stunden und Steam World Dig 2 10 Stunden. Das habe ich auf der Switch durchgespielt. Das war sehr entspannend, das war großartig. Das habe ich immer abends so eine kleine Runde. Mhm, wer ist das? Wow, bitte nicht, zur Hilfe! Achso, die ist weg. Mhm. Du bist gar nicht von Team Rocket, entschuldige. Ich war überzeugt, dass... Nein, sind wir nicht. Verzeihst du mir, wenn ich dir eines unserer Produkte gebe? Ja. Finale. Okay, dann guck mal, was Finale ist. Vielleicht hat Finale ist das, was Voltoball eingesetzt hat, dass dein Pokémon sich selber zerstört und dann... Okay, das will ich nicht für mein Mew. Nein, wirklich nicht. Ist das hier? Die blau leuchtenden Felder sind Teleporter. In Hightech-Gebäuden wie diesem dienen sie als ganz normales Transportmittel. Den Dialog hatten wir schon. Okay. Kennst du Steamboat Dick? Nee, aber es sieht cool. Nicht schlecht aus. Kann ich dir mal zeigen. Das war worth it. Es, wie viel kostet das? Nicht viel. 9,99 glaube ich auf das Switch. Okay, sieht ganz süß aus. Moment, ich kann ja nachgucken. Wobei ich es auch für einen PC habe. Aber das war auf der Switch so ein Titel. Das kann man so vom Einschlafen nochmal so ein Stündchen zocken. So versuchsweise. Und dann kann man trotzdem nicht einschlafen. Aber man hat ein Stündchen gezockt. Du findest ein Lockparfum. Ja. Du solltest noch bei... Im Kampf. Ich arbeite lieber für Team Rocket als für die Zip Company. Ja, dann. Viel Spaß beim Folieren. Aaron. Lel. Was heißt Lel? Das ist eine andere Abkürzung, oder? Nein, das ist einfach. It's pronounced Lol. Das war nicht sehr effektiv und jetzt bist du vergiftet. Nein, du hast nun keinen Schaden bekommen. Nein, lieber so als vergiftet. Achso, ja, darf join noch ich bei. Auch noch beitreten. Ja, yay, es funktioniert. Du wolltest wissen, was Steam World Dig 2 kostet. Du musst noch einen Angriff wählen. Muss ich das? Ja, solltest du. Das ist richtig. Psi. Steam World Dig 2 kriege ich keinen Preis mehr angezeigt, weil ich es gekauft habe. Oh, das habe ich gedacht, wäre kostenlos. Und Steam World Dig 1 kostet 9,99. Melmetal Level 16. Magma. Ich habe noch ganze 4 Cent Switch-Guthaben. Krass. Eine Attacke. Eine Attacke, sagst du? Eine ja, Geowurf am besten. Oder mach Psy, ist auch nicht schlecht. Ja, ich geh auf Geo. Mach Geo. Ah, da ist wieder Magma gewesen. Tschüssi, kommen Sie bald wieder oder lassen Sie es. Bitte beirren Sie uns bald nicht wieder. Hm. Oh, das hat nicht viel gebracht, Eisstrahl. Flammenwurf auf, war klar. Das war so klar. Das wäre auch so was Kurzes, was man... für YouTube durchspielen könnte. Portal. Das ist ganz cool, aber das ist zu zweit nicht. Ja. Ich bin da nicht das so begeistert. Ist ja aber nicht Portal, das ist Bridge Constructor mit Portal Theme. Okay. Das ist cool.
Also musst du dann irgendwie so Brücken konfigurieren, die da nicht einkrachen dürfen, wenn ein Auto rüberfährt. Oder ja, und ähnliches. Dann kommen halt Portale dazu. Los, relaxo! Der gähnt erstmal. Ich guck gerade so, was es noch so für die Switch alles gab. Ich wollte die Siberia-Reihe kaufen, hab's nie getan. Ja, ich mache es schon. Ich sollte meine Switch weglegen. Cybele. Sekunde. Nee, ich glaube, das war's jetzt. In der Dungeon, Breath of the Wild. Binding of Isaac. Shovel Knight. Shovel Knight ist auch cool, aber. Ich glaube, da braucht. Du bist gut! Ja, sind wir, danke. Sehe ich auch so. Ja, warum gut. Ich Team Rocket bevorzuge, weil sie mir versprochen haben, dass ich nach Herzenslust Pokémon erforschen kann, weil ich ihnen helfe. Wenn ich ihnen helfe. Achso. Ja. Ja, wenn und weil ist ja eh nicht so falsch. Die erste halbe Portion, die hier reinspaziert kam, war schon viel zu stark. Und jetzt kommst auch noch du. Ihr habt hier überhaupt nichts verloren. Was wollt ihr verflixten Kinder denn von uns? Euer Geld, eure Macht, euren Ruhm. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Euren Ruhm. Das ist sowieso ein Winger. Da muss ich gerade an hier Pirates of the Caribbean denken, wo er seinen Kompass in der Hand hat und er direkt im Boot auf die Beutel rum zeigt. Wurde das nicht neulich verschenkt? Auf Steam? Ich musste gucken. Nicht. Guck mal, was ist da denn? Schwester Joy. Okay. Obwohl du noch ein Kind bist, scheinen deine Pokémon dir schon sehr zu vertrauen. Ja, weil sie einfach nice sind. Rüpel von Team Rocket fordert uns heraus. Oh, Smogon. Ich bin froh, wenn die weg sind. Die gehen mir auf den Sack. Los geht's, Mew. Sei froh, dass kein Carpador ist. Darf ich auch noch? Nee. Ja, ich glaube, davon kriege ich noch irgendwann eine Sehnenscheidenentzündung. Oh, jetzt habe ich relaxen. Na gut. Bisschen relaxen. Ja. Oh, eine Kopfnuss. Solange du keine Erholung machst, die nichts bringen würde. Warte mal kurz Steam rauskramen. Was macht denn der? Leer Smog. Da ist es. Smogon ist weg. Ah, Hobbit und Lord of the Rings haben sie verschenkt, genau. Steam. Ja, aber es ist schon rum, glaube ich. Oh. Mir erreicht Level 19. Hallo. Dann machen wir. Na, ah, Geowulf ist gut. Ha, nix. Spukball, Spukball, wie auch immer. Bams. Oh! Jetzt wird er abgeschleppt. Aber nicht schlecht. War aber ganz gut. So, Pfund. Passt schon, alles gut. Kaputt. Die Lautsprecher verabschieden sich schon wieder. Oh nein, er hat Verbrennung. Glaub, ist ja egal, Schwester Joy ist ja da. Die Verbrennung, Schaden, Relaxo. Ich hoffe, du weißt noch, wer Schwester Joy ist. Nein, habe ich nicht vergessen. Die, wo immer im Toaster steht. Ach so. In die Rocco verliebt ist, in jede und die alle gleich aussehen. Ja. Mio setzt Pfund ein. Okay. Kampf. Nochmal eine Kopfnuss. Ich hab schon Angst gehabt, du gehst auf Erholung. Das ist doch Alpollo. Dein Pfund hat noch nie was getan. Du musst mal was anderes auswählen. Oh. Du hast jetzt zum dritten Mal... Ja, aber du auch! Ja, physische Attacken gehen wohl nicht, aber... Scheiße, wir sind so dumm. Ich hab's zumindest nicht zum dritten Mal in Folge gemacht. Wir sind so dumm. Wir sind so dumm. Ja, ich hab's wenigstens nicht dreimal gemacht. Warum hast du Erholung? Weil ich's kann. Jetzt schläft er die ganze Zeit. Ja,
Das war nicht gut. Das musst du machen, wenn du nur noch ganz wenig hast. So 50 oder so. Dann lädt er voll auf. Ist okay. Ja. Wir gehen ja eh gleich zum Toaster. Ja, ich hoffe wirklich, dass das auch die Schwester Joyce, die das auch kann und nicht, dass sie gefangen genommen wurde und die gar nicht das hier gewidmet hat. Ich muss Luft holen. Mhm. Hätte ich doch nur schon in deinem Alter mit dem Trainieren von Pokémon angefangen. Dann wärst du jetzt immer noch gleich schlecht. Ah doch, Krankenbetten. Bingo, die Schlüsselkarte hat die Tür entriegelt. Ja moin. Psst, ich bin eine schöne Spionin, die sich als Krankenschwester ausgibt und eine sehr männliche Stimme hat. Oh. Ihr steht, ihr seht erschöpft aus. Wie wär's, wenn ich euch kurz hier im Pauseraum, im Pausenraum ausruht? Satzbau, ne? Okay, aber cool, dass die uns geholfen hat. Ach, eine Spionin, eine positive Spionin. Jetzt habe ich's geschnallt. Du findest einen Beleber. Oh Mann. Und da ist wieder das fancy Bild. Oh, ich habe den Chat nicht mehr offen. Wäre vielleicht hilfreich, denn wieder aufzumachen. Oh, da waren wir auch noch nicht. Hallöchen! Das ist die zweite der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Ich bin eine der berüchtigten vier Rocken. Aber nicht irgendeine, sondern die älteste. Ja gut, dafür sehen sie alle extrem gleich aus. Und hässlich vor allem. Die sieht doch nicht schön aus. Snoopy Ligard. Hannes, das war wahrscheinlich genau die Tochter von Giovanni. Also von dem Boss von Team Rocket. Weil der hat ja auch immer Snobilka. Mogeli. Sollte Konfusstrahl ziemlich schnell vergessen. Nochmal ganz in Ordnung. Das war ganz gut. Hat aber nicht ausgereicht. Knuddler. Das sah aber gerade geil aus. Geowurf. Offenlegung. Okay. Kaputt. Bam. Wildwieser und sie hatte nur einen. Tschüss. Mew erreicht Level 20. Unglaublich, ich bin die älteste der vier Rocket-Schwestern und dennoch hast du es geschafft, mich zu besiegen. Ja, easy. Du hast mehr Geld geben können, du kleine Hobby-Boss. Du hast Schande über mich gebracht, meine Schwestern werden mich rächen. Ja, ich habe es extra zensiert, die Beleidigung gerade eben. Offensichtlich hast du genau gewusst, was ich sagen wollte. Also war es doch nicht so effektiv wie gedacht. Aber es war so unnötig, wie gedacht. Du findest drei Superbälle. Drei Pokébälle. Drei Hyperbälle? Vielleicht. Nee, ein Dude, der mit uns quatschen will. Deine Pokémon haben Schwachstellen. Wenn ich sie ausnutze, kann ich gewinnen. Wohl eher nicht. Du bist, glaube ich, wieder weg, oder? Keine Ahnung. Kann sein. Ja. Linus. Linus. Aber er hat drei Stück. Und er geht uns wieder mit dem Smogzeug auf den Sack. Ja gut, immerhin besser als der große Slime-Dings. Ja, mit seinem Schutzschild. Nee. So, geht. Eisstrahl. Komm. Muss ich denken, wo ich mal Tramp mit dem GTA gespielt habe, San Andreas. Da hat der Pikachu nachgemacht. Pika, Pika, Pikachu! Hat er dann geschrien und dann habe ich gesagt, los Pikachu, Urinstrahl!
Ja, das war geil. Nein, Metal erreicht Level 18. Und hat Donnerwelle erlebt. Okay. Ich glaube, das paralysiert nur. Das ist jetzt Elektroball ein. Was, das andere Mew hat nichts. Los, Pikachu, Urinstrahl. Psywelle. Ja. Oh, Donnerblitz. Hatte ich befürchtet. Ja, das ist nicht. Das war mit deinem Folterball. Ne, Elektroball war's. Ulnona erreicht Level 38. So sieht's aus. Okay. 601 Erfahrungspunkte, der Rest kriegt auch welche. Was passiert? Nichts. Und jetzt kommt Electek. Hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Oh, keine Ahnung. Steht schon. Wusch. Ich glaube, das war's jetzt. Hoffe ich. Nein! Ja gut, da reicht ein Pfund. Ja gut, Vilnona hat noch ein bisschen kassiert, aber du kannst ja gleich nochmal zum Krankenbett laufen. Das war ein Donnerschlag, okay. Wo war der Donner? Das war's. War das auf derselben Etage? Gute Frage, ne? Mew erreicht Level 21. Frosch allein, es wurde besiegt. Ich wurde besiegt, bevor ich irgendwelche Schwachstellen entdecken konnte. Du gewinnst Geld. Warum? Du hast doch Schwachstellen entdeckt. Deine eigenen. Sei doch froh. Findest drei Hyperbälle. Hab ich doch gesagt. Guck, war doch gar nicht so blöd, ne? Pokebälle, Superbälle, Hyperbälle. Da war ein Teleporter. Ja, benutzen wir ja nicht mehr. Wir haben ja den Keycard. Ja, weil wer weiß, wo der hinführt. Irgendwie in einen anderen Raum. Und ja, es war dieselbe Ebene. Können wir telefonieren mal kurz, oder? Ne? Das ist ein Telefon. Was? Wir telefonieren mit Giovanni. Giovanni, wir sind gleich bei dir. Oh Mann, dich kalt, Junge. In welchem Stock sind wir jetzt? Im achten. Ach, das ist okay. Wir sollten wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. So, okay. Wo kamen wir denn her? Sollten wir nicht einfach von dem Teleporter. Waren wir nicht so schon gemacht? Ich weiß nicht. Nein, schön wäre es gewesen, Junge. Keine Mädchen, Ahnung. Kinder, Frauen. Den Rest wollen wir nicht weiter ausführen. Divers. Wir sind jetzt offiziell im vierten? Im zweiten, Junge. Ja gut, wer weiß, wie viel wir davon schon abgedeckt haben. Ja, schon einiges auf jeden Fall. Ja, genau, da waren wir. Das war dein Rumgehörer hier. Ja, es nimmt richtig viel Zeit in Anspruch, dieses Haus. Bingo. Da waren wir bestimmt auch schon. Ja. Ich geh mal noch was zu trinken holen, glaube ich. Ah, das Lager, da ist es doch. Hyperheiler. Jo. Boah, Alter, was ist denn hier los? 5 Pokebälle. Sternenstück. Was ist ein Sternenstück? Fluchtzahl. Schau. Geben wir dir hier eine Flasche Cola? Superbälle, danke. Gönne mir meine letzte Flasche Arizona Eistee. Ich muss mal wieder welche kaufen gehen. Wenn sie im Angebot sind, höchstwahrscheinlich. In Weingarten gibt es ein Kaufland, wo die ziemlich günstig sind. Wo du echt? 6 Stück davon, jeweils 1,5 Liter für 12 Euro irgendwas kriegst. Und normalerweise wäre der Preis etwas übers Doppelte. Das ist krass. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, auch in jedem Kaufland so. Aber bei dir liegt es ja. Ja, das Kaufland. Halt, beim letzten Mal hat mir mein Rücken halt Sacke wehgetan, wo ich so ein Sixpack hergeschleift habe. Aber nicht schön.
Ja gut, vom Bahnhof, oder? Ja, ich musste das ja schon... erstmal von Weingarten bis zum Bus. Ja gut, das muss ich auch, ja. Und vom Bus dann nach Ravensburg. Schmeißt du es weg? Ja, halt vom Busbahnhof in Ravensburg. Achso. Bis Aulendorf und ja. Busbahnhof, da war ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja gut, wenn du nicht musst, dann fährst du auch nicht freiwillig mit der Bahn oder mit dem Bus. Nee, das ist so recht. Einmal schütteln. Aber Arizona Ice Tea ist mega. Keine Ahnung, ich hab da noch nie probiert. Nur ja. Mal gesehen, dass es schweineteuer ist. Ja. Okay. Oh, da waren wir wohl noch nicht. Ah, gerade wurde mir eben noch gemeldet, dass ein Kind hier herumstreunen soll. Wir sind doch keine Katze, Junge. Oh, wir sollten den Part beenden. Aber wir wären gerne eine. Kawaii! Was? Jetzt haben wir jetzt der einen. Ja, wir machen. Den machen wir, glaube ich, noch mal rein. Ja, können wir machen. Korb, Trainer, schickt Mio in den Kampf. Kampf. Wohl eher Krampf trifft's manchmal. Aurora-Strahl. Ich mache einen Geowurf. Ein Wurf des Geos. Er wirft ein Geodreieck. Wusch. Da ist er down. Ohne auch nur einmal anzugreifen. Wunderbar. Der Rest seines Poketeams erhält Dings. Mehmet erreicht Level 19. Hypno. Der hat keinen Löffel in der Hand, ist es auch kein Uri Geller. Sei denn. Oh, das war jetzt nicht gerade. Ja. Prickelnd. Ja gut, ich vermute, ich habe Psy auf den Psy-Pokémon eingesetzt. Das wird wohl nicht so viel bringen. Genauso wie er gerade Psy auf ein Psy-Pokémon eingesetzt hat. Aber er hat es jetzt auch gelernt. Wobei er ist Team Rocket, war ich das dann doch wieder zu bezweifeln. Na gut, die lernen hier jetzt. Machen wir einfach Physical Attack. Bam. Ja, das war doch gut. Wusch, wir sind wieder blind. Und kaputt ist er. Aha. Aha. Ja. Schluss! Aus! Ah, das ist eine Spinne! Was? Da oben! Ich hab grad gedacht, hey, was ist denn da? Das ist ja an der Seite. Aha. Da will wohl jemand ausquartiert werden. Oder getötet, wenn ich Führung übernehmen würde. Ach nee, ich muss bloß meine. Genau, so ein CD-Tray finden. Sowas hier. Du findest TMO Lichtkanone. Was ist Lichtkanone? Ob das gut geht, die ist schnell. Ja. Wir fangen sie live die Spinne ein. Sorry, ihr seht jetzt meinen Bauch, ich weiß nicht, wie ich das. Junge, was los? So geil. Na gut. Was ist Licht? Ich habe noch eine Spaß, bis ich sie wieder will. Nee, Lichtkanone. Hat so Pech gehabt. Glück gehabt. Anwender sammelt Lichtenergie und feuert sie auf einmal ab. Senkt Spezialverteidigungs. Pardon. Des Zieles. Nein, setzen wir nicht ein. Ja, gut. Weil tatsächlich, wenn mir im Flur oder so ein über den Weg läuft, ignoriere ich die meistens. Manchmal fragt man sich schon, wie kommen die ins Zimmer oder sonst irgendwo rein? Junge, was ist das hier für eine Bildergalerie? Oh. Wie gesagt, meistens ignoriere ich. Ein Nugget. Also wollten wir den Part nicht finden. Tatsächlich. Du hast ja echt Nerven, Team Rocket so respektlos zu begegnen. Bis zum nächsten Part. Wo ich dann wieder vorlese, weil es eine Tuse ist.